Was sagst du denn? Jimmy Angerer. Das ist kein Alkohol, das ist Wasser, was ihm von der Stirn tropft. Er ist erschöpft, aber er kämpft für seine Mannschaft. Solche Helden braucht das Dorf. Hier die Jugendmannschaft gegen die Kollegen. Christian Strasser. Abwehr von Martel Hans-Peter. Der Ball ist noch nicht weg. Nächster Eckball. Seitenwechsel nach rechts. Abseits, abseits. Nächster Eckball. Hinten der Setrabus. Kopfballabwehr, kurze Abwehr. Und schon rollt der Konter. Christian Jung, kurze Vorlage auf Felix Forsthuber. Und hier der Trainer Kaltenbacher, Kaltei, Franz. Eckball und schon abgepfiffen. Stürmerfoul. Die Deutschen geben nicht auf. Wird gekämpft bis zum letzten Einsatz. Und ein Tor, ein Gegentor. Enttäuschung macht sich breit. Im Tor wiederum Schweitel Wolfgang. Unser fallschirmspringender Laufrosch. Christian Strasser. Ende der 70er Jahre war es üblich, in den Halbzeitpausen immer Zitronen auszulutschen. Medizinisch völlig sinnlos, aber die Spieler hielten die Klappe und hörten dem Trainer aufmerksam zu. Christian Jung mit der Nummer 3, daneben Christian Strasser. Wagner Hans-Peter ohne Zitrone. Wir machen nun einen Schwenk in Herbstsaison 1980. Spiel der Jugendmannschaft rechts in Blau gegen die Kollegen aus Elsbeth. Anstoß, der Stürmer die Strasser, Wagner, wieder Hans-Peter, Wagner. Freistoß Wagner, Hans-Peter, mit dem linken Hammer. Über das Tor gezogen. Wieder Wagner, Hans-Peter, unermüdlich auf der linken Seite. Flanke, noch einmal ein Freistoß unseres Linksaußens. Kurz zur Mitte, knapp an Freund und Feind vorbei. Christian Jung rutscht daneben. Wann können wir diese Verteidigung knacken? Wieder wehrt der Tormann ab. Ein Meister seines Fachs. Kai Hardenfeld, Michael Strasser mit der Zitrone, Christian Jung im Hintergrund. Famler Peter. Wagners Peter, Michael Brettfeld mit Zitrone. Schlummi Wienerröder, unser schlachsiger Libero, genannt die Giraffe. Und hier unser Torwart, Mattel Norbert und unser Trainer Kaltenbacher Franz. Herr Willmann, stets mit Sonnenbrille, Zitrone und Ersatzfußball unter dem T-Shirt. Taktische Besprechung. Wieder Wagner Hans-Peter. Doch der Ball ist leider weg. Nochmal, Michael Strasser. Ui, in die Kurze gezogen, aber leider gescheitert. Es bleibt noch 0-0. Wagner Hans-Peter, typiert zwei, drei Leute. Und wieder der Tormann in Aktion. Heute mag nichts gelingen. Flanke zur Mittellinie, gestochen im Strafraum. Doch die Elspeter befördern den Ball aus der Gefahrenzone. Wieder ein Freistoß durch Wagner Hans-Peter und wieder übers Tor. Michael Strasser sagt, sehr gut. Wieder Wagner Hans-Peter, gute Schussdistanz, aber leider Gottes dem Tormann in die Arme gespielt. Reservemannschaft in Elixhausen. Unser Tormann, Herr Sedamet, 2,50 Meter groß, genannt die Giraffe. Kraft und Eleganz in einer Person. Im Spiel gegen den BSK, gegen den Postsportverein. Stürmerfoul, Christian Strasser wird gefoult. Freistoß, Herr Rögl nimmt den Ball. Die Giraffe naht, doch Rögl macht es selber.
Kurzer Rückpass war damals noch erlaubt. Mit Gesäde mit der Kniebandage. Gegenangriff Alex Hausner. Und hier wieder das Duell. Die Post gegen Christian Strasser. Ein ungleiches Duell. Heute ist die Hintermannschaft durch nichts zu beeindrucken. Christian Strasser ein kleines Foul im Strafraum. Das wird nicht gepfiffen, zumindest nicht im Heimspiel. Früher waren die meisten Spieler übergewichtig, das war damals der Modetrend. Schwerer Fehler in Verteidigung, der Ball kommt kurz aus der Gefahrenzone. Wiederum ein Angriff, der Postler. Wieder Abwehr. Eine tolle Parade von Herrn Sedamit. Noch einmal davon, jetzt noch einmal Schuss ins lange Eck. Tor 1:0 für die BSKler. Unverdient. Christian Strasser ärgert sich mit Fug und Recht. Hier ist unsere Tränenlegende. Sam, der in der Halbzeitpause noch ein paar Tipps gibt. Wagner Johann, Berlinger, früher noch aktiv. Christian Strasser. Christian Jung, im Hintergrund Herr Willmann. Ohne Zigarette, ohne Zitrone. Landrichtinger Lenci. Er steht nicht, er sitzt. Stampfel Franz, die Legende aus Kaltenhausen. Und Rögel Hans. Eines der vielen Highlights waren die Weihnachtsfeiern im Gasthof Ursprung. Hier sehen wir die Prachtmusikkapelle Bürgermeister Frauenschuh. Willi Lab, der Nachwuchs, im Hintergrund Gallbauer Peter und all die Heroen der späten 70er und frühen 80er Jahre. Waschi, Schweitl, nennt die Namen. Gallbauer Peter wird geehrt. Ehrliche Tränen der Rührung. Auch Männer dürfen weinen. Stille Nacht, heilige Nacht. Der Bürgermeister singt und die Gemeindebürger lauschen andächtig. Das ist Weihnachten. Früher hatte man solche Pullover. Michel Strasser mit dem Meser-Trikot des österreichischen Skiverbandes. Wagners Peter. Marc Hardenfeld mit dem Riesen-V-Hemd-Ausschnitt. Hier ist Gerti, das schwarze Gift aus Ursprung. Zwei Haubenküche. Sie hatte zwei Köche mit jeweils einer Haube. Stampfel Franz. Hatte sich damals die grauen Haare dunkel gefärbt. Und hier die Frisuren, zum Teil waffenscheinpflichtig. Mit solchen Frisuren wird man heutzutage verurteilt. Schlummi Wineröder. Bircher. Öl, Lenci. Mattel Peter, Rotbäckchen, Christian Jung. Das waren Zeiten. Es gab Torten bis zum Abwinken und es wurde früh abgewunken. Sehr früh. Ein Höhepunkt war damals auch immer die Tombola. Es gab wunderschöne Preise. Der erste Preis war immer ein Abendessen mit Stampfel Franz und jeder hoffte, zumindest den zweiten oder dritten Preis zu gewinnen. And the winner is Stampfel Franz. Ja, ich hoffe, es war ein schöner Rückblick auf 30 Jahre Fußballgeschichte. Vielen Dank.